noch eines dazu sagen. Nach der ersten Sitzung konnte ich fast wieder gerade laufen. Das war unheimlich, das Ganze. Dann hat man noch mal Grund zu weinen. Ja, hat man noch mal Grund zu weinen, wenn man vor Schmerzen geweint hat. Jetzt weint man vor Glück. Gut, so Nahrungsmittelallergien, die breiten sich ja immer weiter aus. Ist eigentlich keine schwere Krankheit, aber unangenehm ist es trotzdem. Dann rennt man von Arzt zu Arzt und keiner hat eine Lösung. Und man muss auf Schokolade, auf Nüsse, auf Weizen, auf Milchprodukte, auf irgendetwas muss fast jeder verzichten. Wie wäre es denn, wenn man einen Heiler fände, der einen davon befreien könnte? Und das in 3 Minuten. Geht nicht? Oder ist ein Wunder? Überzeugen Sie sich selbst. Ich habe einen alten Freund meiner Sendung eingeladen, Horst Krone, einer der bekanntesten deutschen Geistheiler. Der hat nämlich gesagt, er sei in der Lage, jemanden von Allergien zu heilen. Und dann haben wir uns umgeguckt, ja, wer hat denn Allergie und wer kommt nicht zurecht? Da sind wir auf euch gekommen, und auf Sie beiden, meine Damen. Was haben Sie? Also ich habe an und für sich multiple Allergien, aber seit meiner Kindheit Nussallergie und Milcheiweiß und so im Laufe des Lebens sind noch viele andere dazugekommen. Ich habe als Kind eigentlich nicht eine Parallele gezogen oder in Verbindung zu den Nusskuchen meiner Mutter und dem andauernden Husten, den ich danach hatte. Mhm. An sowas denkt man nicht, man isst ja andere Sachen auch gleichzeitig. Und erst später bin ich dann draufgekommen und habe das dann auch bewusst benutzt, um eine tiefe Stimme zu bekommen, als ich Theater spielte. Ach so, ja. Da war das auf einmal gut. Ja, natürlich, der Husten danach war dann weniger gut. Ja. Aber wenn Sie jetzt diese Nüsse essen würden, was würde denn dann passieren? Dann würde ich sofort Halskratzen bekommen, eine belegte Stimme und Husten ohne Ende und eine ganz tiefe Stimme wie ein Bass. Also ich könnte locker den Sarastro singen. Und wenn ein Mensch, der sagt, in 15 Minuten kann ich Sie davon befreien, wie lange wird es dauern, wenn Sie dann die Nüsse essen würden, dass Sie nichts spüren? Also wann würde der Test als bestanden Minuten, gelten? Ab 10 Minuten, Viertelstunde in etwa. Sind Sie neugierig, ob der das schafft? Sehr. Haben Sie viele Ärzte ausprobiert oder ist es Ihnen mittlerweile ganz egal? Ich habe es einfach nicht mehr gegessen. Okay. Notgedrungen. Okay. Also dann werden wir gleich mal den Test machen, nicht jetzt. Darf ich Sie fragen, unter welcher Allergie leiden Sie? Also bei mir ist es in erster Linie Zucker, ganz besonders Schokolade. Was passiert dann, wenn ich Ihnen diese Schokolade anbiete? Es fängt an zu jucken, die Haut schuppt sich. Wenn ich ganz viel davon esse, platzt sie auf. Ja. Also man kriegt richtig, ich kriege ganz viele Pickel und ich kriege einen Bauch, als wäre ich schwanger. So ein Blähbauch. Aber ganz arg. Und das ist ganz, ganz unangenehm, tut weh, wird immer schlimmer und löst sich auch nicht. Das braucht einen Tag, bis es wieder weggeht. Wie lange brauchen Sie, um zu erfahren, der Mann, den ich eingeladen habe, dass er Ihnen begegnet, wirkt oder wirkt nicht? 10 Minuten. Also ähnlich wie Sie. Mhm. Okay, dann warten wir jetzt mal auf Horst Krone. Herzlich willkommen, mal gucken, was er ausrichtet und anrichtet. Grüß Sie, Herr Krone. Die beiden Damen wollen Sie vielleicht noch gut... Hallo. Bitte, Platz nehmen. 7 Jahre haben wir uns nicht mehr gesehen. Vor 7 Jahren saßen wir zum letzten Mal hier. Damals gab es noch ein Institut in Teneriffa. Gibt es das immer noch? Nein, das habe ich abgegeben in alle jüngere Hände. Ja. Aber du bist einer der bekanntesten geistigen Heiler in Deutschland. Das heißt, wenn du diese beiden Damen behandelst, wirst du sie gar nicht berühren oder spritzen oder alles kommt nicht in Frage? Vielleicht berühren, vielleicht den Meridian behandeln oder vielleicht die Thymusdrüse. Das kommt darauf an, ich mache erst einen Test. Also Thymusdrüse, die hat man hier irgendwo. Und was würde bedeuten, Thymusdrüse behandeln? Dass die Allergie aus dem Seelischen kommt. Und wie machen nicht stofflich bezogen ist, nicht körperlich bezogen. Und wie machen Sie das, eine Thymusdrüse behandeln? Da lege ich die Hand auf. Ja, und woher wissen Sie, dass es aus dem Seelischen kommt und nicht aus dem Körperlichen? Weil und nicht aus dem Nusskuchen von der Oma? Das teste ich vorher durch. Das erfühlt man oder spürt man beim einem Test. Es dauert vielleicht 2-3 Minuten und dann weiß ich genau, woher die Allergie kommt. Also spürt man heißt, es gibt ja so Leute, die sagen, sie könnten Wasser spüren mit den Händen irgendwo oder mit so einem komischen Gerät. Wie spüren Sie das denn? Ohne Gerät oder irgendwie? Na, ich kann beides nehmen. Ich kann hinschauen, weil ich die Allergie ist zu sehen. Ihre Thymusdrüse hat also eine andere Farbe als eine gesunde. Sorry, die hat keine Thymusdrüse, die hat eine Jeansjacke an. Da drunter ist ein Pullover und da kann man nicht durchgucken. Kann man durchgucken. Doch wenn man mediale Eigenschaften hat, dann schaut man rein in den Menschen. Dann empfängt man etwas. Also, ich meine, wir hatten schon mal einen hier, der hat das tatsächlich bewiesen, dass er... Was siehst du denn da?
Na, ich kann mich auf bestimmte Organe einstellen und empfange sie dann außersinnlich. Ich sehe sie und spüre sie, ob sie in Ordnung sind. Ich muss Ihnen eine Erklärung abgeben, dass ich ihn gerade geduzt habe. Das liegt daran, dass ich ihn vor 7 Jahren mal mit an ein Krankenbett genommen habe, bei einer alten Dame, die erkrankt war, wo ich gestaunt habe. Und deswegen habe ich den eigentlich auch für Sie eingeladen, weil ich schon selber mal gesehen habe, wie etwas funktioniert hat. Da sagst du, da siehst du Thymusdrüse. Und was siehst du bei der Dame? Wir sind wahrscheinlich aus der Kindheit kommen. Die Geburt muss nicht gut gewesen sein. Das sind doch alles Sätze, die jeder sagen kann. Nein, ich teste es aus und dann wird das ausgelöscht und dann ist die Allergie weg, wenn es daran liegt. Dann muss ich aber erst einen genauen Test machen. Da geht hier im Scheinwerfer nicht schlecht. Ne? Da ist besser. Wie lange brauchst du, dass du sowohl weißt, was da ist, und wie lange brauchst du, um das Programm der Nüsse und der Schokolade und der Multiallergien zu löschen? Die Schwere der Allergie spielt keine Rolle. Ob das nur eine einfache Allergie ist auf irgendein Lebensmittel oder Multiallergiker, das spielt keine Rolle. Das Auslöschen dauert 5 Minuten. Der Test ist ein bisschen länger, und bis ich genau weiß, welche Energien muss ich wohin schicken. Also wenn es auf Unverträglichkeiten aufbaut, dann muss ich aber finden, wo sind, in welchem Organ vielleicht fehlen Enzyme zum Beispiel, oder funktioniert die Entgiftung der Leber nicht. Oder sagst du dann, wenn du in einer halben Stunde wiederkommst, sorry, hat alles nicht funktioniert, bei der fehlen ein paar Enzyme, ich habe nichts machen können? Das kann ab und zu passieren. Ich würde sagen, die Chance steht so etwa bei 70%, dass es klappt. Es gibt resistente Patienten, die gibt es. Die sind aber in der Minderzahl, und ganz ohne Wirkung geht es nicht, auch bei der Allergie. Jetzt sagt man ja, der Heiler muss einem sympathisch sein oder unsympathisch. Das würde wichtig sein beim Arzt. Ja? Kann ich Sie mit dem rausschicken? Absolut. Okay. Dann geht mal, ihr drei sozusagen, und wir laden euch so, sagen wir, 20 Minuten ungefähr. Einfach so, wir wissen ja nicht, wie so eine Sendung läuft. Laden wir euch alle drei wieder auf die Bühne und dann machen wir den großen Test. Dann haben wir immer noch 10 Minuten. Bitte. Vielen Dank. Und nochmal vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt. Sie sind alle gespannt, deswegen muss ich so ein bisschen abwürgen, wie weit denn Horst Krone mit unseren beiden Probandinnen gekommen ist. Hier sind Sie. Herzlich willkommen. Die Damen, die wir schon begrüßt haben, Horst, dich haben wir auch schon begrüßt. Jetzt wollen wir wissen, eine Viertelstunde ist ungefähr um. Was hat er gemacht? Er hat ausgetestet. Ja. Wovon die Allergie kommt. Ja, und was hat er behauptet? Und die kommt bei mir von einem Geburtstrauma. Also sagen ruhig angeblich. Angeblich war die Geburt sehr schwer. Ja. Ja, und dann hat er verschiedene Tests gemacht. Wissen Sie, hat Ihre Mutter mal was gesagt? Keine Ahnung. Haben Sie Geschwister? Ich hatte einen Bruder. Jünger, älter? Älter, 7 Jahre älter. Und da ist nie über schwere Geburt was geredet worden? Ja, und auch in der Kindheit hätte ich ein Trauma. Ich weiß, dass ich als Kind ziemlich lange Zeit die ganze Nacht immer durchgeschrien habe und mit dem Kopf gegen die Bettkante geschlagen habe. Das? Und das wäre also eine Art... Das wissen Sie? Das weiß ich, ja, das weiß ich noch. Das finde ich aber merkwürdig, wenn er sagt, da war es und so, und Sie haben eine Erinnerung, die zumindest anknüpfen könnte. Ja, und da war ich sehr klein, also die Erinnerung ist geblieben. Und das wäre dann, also das wäre dann sozusagen die Ursache, ja. Er hat mich in eine leichte Trance versetzt, von der ich eigentlich nichts gemerkt habe. Ich habe ja zählen müssen, von 21 bis 0, um sozusagen mein Gehirn zu blockieren und nicht an was anderes zu denken. Und ich habe Wärme verspürt, bin da sehr sensibel, und hat noch mit Rote verschiedene Tests gemacht. Okay. Und dann habe ich sie gegessen. Können Sie selber wählen? Ja, danke. Ich nehme gleich 2. Nehmen Sie mal 3. Wir haben ja auch richtige Ärzte da. Nehmen Sie noch ein paar in die Hand. Wenn Sie wollen, immer zwischendurch noch ein Nüsschen. Wir wollen noch wissen, was rauskommt. Mit Ihnen hat er wahrscheinlich etwas Ähnliches gemacht. Aber in der Sendung vorhin hat er schon gesagt, bei Ihnen könnte was im geistig-seelischen Bereich ursächlich sein. Hat er das näher ausgeführt? Ich frage dich nicht. Ich frage deine Probanden. Ja, das ist bei mir, resultiert es genauso aus der Kindheit. Hat er gesagt? Es ist getroffen worden einfach. Ich war auch ein Baby, das ununterbrochen die ganze Nacht hindurch geschrien hat. Und meine Mutter natürlich damit ziemlich überfordert war, weil sie auch noch sehr jung war. Und dann gab es wohl ein Erlebnis, das ist jetzt dramatisch, aber es ist halt passiert, da sind halt die Nerven mit ihr durchgegangen.
Und dann hat sie dieses schreiende Bündel genommen im Steckkissen und hat es halt mal so reingehauen ins Bettchen. Und dann habe ich mich übergeben und es ist wohl stecken geblieben in mir. Das ist etwas, was mich wohl nicht mehr losgelassen hat.